Moin Moin, heute möchte ich mal wieder eine Videoidee von meiner langen Liste umsetzen. Und zwar hatte ich schon länger mal vor, euch meine Lieblingslesezeichen zu zeigen. Allerdings fand ich einfach nur die Lesezeichen in die Kamera zu halten ein bisschen langweilig und da wäre mir das irgendwie nicht gehaltvoll in dem Video. Und ich dachte, da ich ja schon öfter mal erwähnt habe und euch erzählt habe, dass ich diesen Tick habe, mir zu meiner aktuellen Lektüre immer das passende Lesezeichen auszusuchen, wollte ich euch jetzt einfach mal heute meine liebsten Lesezeichen und dann passend dazu Bücher zeigen, bei denen ich dieses Lesezeichen gewählt habe oder gewählt hätte. Aufgrund ja, der Farbkombination, dass die irgendwie optisch gut dazu passen oder inhaltlich. Und ja, es kann ja sein, dass der eine oder andere von euch auch diesen Tick hat, immer passende Lesezeichen zu den Büchern sich rauszusuchen. Mir bringt das immer Spaß. Es hat irgendwie etwas von einem Ritual, wenn ich mir ein neues Buch aussuche, dass ich mir dann passend dazu auch immer das Lesezeichen raussuche. Ich finde, man kann auch gar nicht genug Lesezeichen haben. Ich zeige euch jetzt verschiedenste Lesezeichen. Da sind selbstgebastelte dabei, da sind aber auch selbst gekaufte dabei und auch Werbelesezeichen, die sehr schön sind und die ich behalten habe. Und sind natürlich nicht alle, die ich habe. Es gibt noch andere, aber ich habe euch jetzt mal meine liebsten rausgesucht, meine schönsten und welche, wo ich sofort irgendwie eine Assoziation dazu hatte. Es war jetzt aber doch gar nicht so einfach, passende rauszusuchen, weil ich irgendwie auch nicht immer dieselben Bücher in die Kamera halten möchte. Ich gehe jetzt mal mehr und mal weniger auf die Bücher dazu ein, weil es sind so ein paar dabei, das sind Klassiker oder Bücher, die ich schon öfter vorgestellt habe. Die so ein bisschen seltener sind oder seltener sind, dass ich sie in die Kamera gehalten habe oder ein bisschen unbekannter sind oder es schon ein bisschen länger her ist, dass ich sie euch gezeigt habe, da würde ich dann ein paar mehr Sätze dazu sagen. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ich habe es jetzt nicht sortiert. Ich habe sie immer, die Lesezeichen, in die Bücher gepackt und wir fangen einfach an mit dem ersten Pairing. Und zwar ist es dieses Pärchen. Passt jetzt nicht unbedingt farblich zueinander, aber ich finde einfach so vom Stil her und auch inhaltlich. Und zwar ist das tatsächlich ein selbstgemachtes Lesezeichen von einer lieben Freundin. Und da hat sie selbst hier einmal die Schrift draufgeschrieben, so eine Art Kalligrafie und selbst gestempelt. Und ich finde, das sieht schon so ein bisschen mittelalterlich aus. Und ja, damit lese ich eigentlich immer sehr gerne entweder so mittelalterliche High Fantasy oder aber auch Historisches. Ich habe mich jetzt aber für Säkulum von Ursula Poznanski entschieden, weil es darum um Mittelalter-Rollenspiele geht in diesem Buch. Und zwar ist das eine Gruppe von Jugendlichen, die dieses Hobby haben, dass sie einfach in verschiedene Rollen schlüpfen, also LARP könnte man auch sagen, Live Action Roleplay, und sich halt in ein mittelalterliches Setting versetzen. Und dann auch wirklich die Utensilien, die sie dazu brauchen haben, die Kostüme und aber auch so moderne Technik wirklich vermeiden. Und es ist mal wieder so weit, dass sie sich an einem Wochenende in ein bestimmtes Waldgebiet begeben wollen und dort wirklich in diesem Rollenspiel aufgehen möchten. Und es handelt auch von einem Protagonisten, der ein Mädchen kennengelernt hat und das wirklich sehr, sehr mag. Und sie hat eben dieses Hobby und er möchte sich da mal reinfallen lassen und das Ganze mal ausprobieren. Er kennt das sonst noch gar nicht, ihm ist das auch so ein bisschen fremd, aber er möchte es gerne mal ausprobieren. Und ja, zu Anfang ist es auch ganz interessant und die Leute kennenzulernen ist auch ganz lustig. Allerdings passiert es dann, dass immer mehr ja, Jugendliche verschwinden und seltsame Sachen passieren. Auf diesem Waldgebiet, wo sie sind, liegt auch eine Art Fluch, beziehungsweise es gibt diese Sage oder Legende, dass es dort einen Fluch geben soll. Und sie fangen natürlich immer mehr damit an, sich in diese ganze Sache hinein zu steigern und zu glauben, dass dieser Fluch wirklich existiert. Ja, wir als Leser erfahren erst am Ende, ob dieser Fluch wirklich existiert oder etwas anderes dahinter steckt. Es ist eins meiner liebsten
Ja, Ursula Poznanski-Bücher liegt vielleicht auch daran, dass es eins meiner ersten ist. Ich weiß nicht, ob ich Erebos oder Erst Säkulum gelesen habe. Jedenfalls die beiden sind so meine Liebsten. Und das ist sehr, sehr gruselig. Es hat so einen Page-Turner-Effekt, was ich bei Ursula Poznanski auch habe. Und am Ende eine schöne Wende. Und es hat sehr viel Freude gemacht. Und ich finde, weil es eben diese mittelalterlichen Rollenspiele sind, die diese Jugendliche machen, finde ich, passt dieses Lesezeichen da sehr gut zu, auch wenn es, wie gesagt, farblich jetzt nicht so passt, obwohl ja dieses schwarze, etwas krakeligere ja doch auch zu diesen Ästen passt. So, das ist Nummer eins. So, das zweite ist eher nicht wie eben so ein bisschen inhaltlich zusammengefasst, sondern doch eher so ein bisschen optisch. Da habe ich auch ein bisschen länger für gebraucht, da ein Buch zu finden. Und zwar ist es dieses schöne Lesezeichen, ein Kakadu. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Es hat auch so eine, ja, so eine Pappoptik. Ist jetzt nicht irgendwie Plastik oder mit Folie bezogen. Ich finde, das passt sehr gut. So eine Mischung aus Creme und Rosa und Braun. Ich habe tatsächlich hier oben mal so die Kopffedern ausgeschnitten, weil ich zunächst einmal fand, dass das Lesezeichen zu lang war. Das hat war, glaube ich, ungefähr so lang. Und deswegen habe ich oben mal rausgeschnitten und ich fand es irgendwie noch schöner, wenn das so aus dem Buch rausguckt. Und ich habe das jetzt gepaart mit diesem Buch hier. Und zwar Der geheime Zirkel von Libba Bray. Das ist der erste Band der Trilogie Gemmas Visionen. Und ich fand da wirklich die, ja, Farbkombination immer sehr passend. Denn auch hier haben wir so Pastelltöne, so ein bisschen lila und rosa. Und ich finde auch, dass das hier auch so ein bisschen nostalgisch und historisch passt. Allerdings nicht zu sehr ins Mittelalter, sondern eher so ja, ins 19. Jahrhundert vielleicht, und da passt das da ganz gut hin, denn wir befinden uns hier im viktorianischen England, und zwar begleiten wir Gemma, die auf ein Mädcheninternat kommt, nachdem, ich glaube, ihre Eltern gestorben sind. Sie ist in Indien aufgewachsen und kommt jetzt eben in diese ganz andere Kultur, in dieses Mädcheninternat, und muss sich da einfinden. Und ja, sie gründen einen Club, einen Mädchenclub und einen Zirkel und treffen sich immer heimlich in so einer abgelegenen Höhle und führen dort immer so Rituale durch. Natürlich eigentlich erstmal nur zum Spaß, bis sie dann irgendwann auf ein Taschenbuch, Quatsch, auf ein Tagebuch stoßen, wo vielleicht auch so ein Ritual drin beschrieben war. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls führen sie irgendwann wieder so ein Ritual durch und landen in einer Parallelwelt. Und ja, es ist zum Teil eben eine historische Reihe oder Trilogie, und zum anderen hat es diesen fantastischen Aspekt, und ich finde es sehr einzigartig. Diese Kombination hat mir wirklich sehr gut gefallen. Einmal eben dieses viktorianische England, finde ich ein sehr, sehr schönes Setting, und dann diese spannende Parallelwelt, die jetzt auch nicht, ja, die ist sehr fantasievoll und sehr kreativ gestaltet. Und dort gibt es natürlich schöne Seiten, weil sie sich halt immer wieder dorthin beamen wollen, aber eben auch eine bösartige Kraft, wie es immer so ist. Und ja, der erste Band ist noch relativ dünn. Ihr seht hier jetzt Band 2 und 3, und Band 3 ist dann schon ziemlich fett, mit 800, 900 Seiten, glaube ich. Ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen, und ich finde, in dieser Kombination mit diesem Lesezeichen könnte ich es mir sehr gut vorstellen, ja, damit zu lesen. So, jetzt nehme ich mal von der Seite. Das ist ein Pairing, Lesezeichen und Buch, was ihr schon mal bei mir auf dem Kanal gesehen habt. Und zwar in dem Format, sag mal schnell, BookTube Shopping Queen. Und zwar, obwohl gar nicht so sehr auf meinem Kanal, sondern eher auf dem Kanal von der lieben Sibi von Coyote Diary. Denn auch bei diesem Format war das ja so, dass wir für andere Booktuber shoppen gegangen sind zu einem bestimmten Motto. Und da sollte man ein Buch schenken und aber auch so verschiedene Utensilien passend zum Buch bzw. passend zum Motto. Und sie hat mir Dan Simmons
Quatsch, Terror von Dan Simmons geschenkt und das Motto war Fremde Welten und das passte ja ganz gut. Es war auch auf meiner Wunschliste, weil ich ja sehr gern, ja seit 1, 2 Jahren sehr gerne diese Abenteurer und eisigen Geschichten lese, die auf einer wahren Geschichte beruhen oder halt einfach dieses Setting haben. Und es basiert hier eben auch auf einer wahren Begebenheit, die Schiffe Terror und Erebus, die die Nordwestpassage finden wollen, die legendär ist. Und ja, das ist Franklins Auftrag, der hier eben der, ja, das Kommando hat, der Kapitän sozusagen. Und man weiß aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, dass diese Mannschaft nicht zurückkehrt. Und Dan Simmons hat daraus eben einen ganz eigenen Roman gesponnen. Er hat natürlich viel dazu gedichtet, aber ist auch auf viele, viele Fakten eingegangen. Man sieht, es ist ziemlich fett. Und wie die Mannschaft dort im ewigen Eis, ja, dort feststecken und was mit ihnen passiert ist, das erfahren wir hier. Ist so mit kleinen mystischen und fantastischen Horrorelementen, würde ich sagen, aufgebaut. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich wollte es mir gerne für den Winter aufsparen. Deswegen, es kommt ja so langsam, denn die Zeit, jetzt geht es erstmal in den Herbst. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich so im Dezember, Januar, Februar dazu greifen werde und freue mich da schon sehr drauf. Ich habe die Serie dazu schon gesehen. Die läuft auf Amazon Prime. Letztes Mal habe ich Netflix gesagt, das war aber falsch. Und die Serie mochte ich schon wirklich, wirklich sehr. Und ja, und dazu hat sie mir halt eben auch passend dieses Lesezeichen geschenkt. Das ist, ja, sieht man eine Weltkarte und auch den Schriftzug Reiselektüre. Ich hatte noch mal geguckt, ob ich noch irgendwie eine andere Reiselektüre gefunden habe. Ich finde, das hätte jetzt zum Beispiel auch ganz gut zu Fantasy gepasst, wo es eben auch ein großes Worldbuilding gibt und auch eine Karte. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen an Game of Thrones gedacht, aber es ist halt eben auch wirklich unsere Erde, unsere Welt. Deswegen finde ich, passt das schon ganz gut. Auch farblich hat sie das ganz gut abgestimmt und deswegen habe ich einfach dieses Pairing nochmal zusammengenommen. So, als nächstes nehme ich mal ein Buch, wo ich nicht so viel zu erzählen muss. Hier geht es wieder um ein Pairing, was optisch sehr, sehr gut zueinander passt. Und zwar ist es die Unendliche Geschichte von Michael Ende. Und da habe ich hier ja beides in Gold-Schwarz. Das geht mehr so ein bisschen in Gelb-Gold und hier geht es eher so in Bronze-Gold. Aber ich finde, darüber kann man hinwegsehen. Es ist schon ein bisschen älter, das Lesezeichen ist schon ein bisschen ja, mitgenommener. Aber ich finde, ja, man kann es immer noch sehr, sehr gut nutzen. Und ja, ich glaube, zu der unendlichen Geschichte sage ich jetzt mal nicht. Ein Kinderbuch-Fantasy-Klassiker, den ich als Kind erst durch die Filme kennengelernt habe und dann erst später gelesen habe und sehr gemocht habe auch. Finde ich einfach grandios geschrieben, in diese Welt einzusteigen, erstmal von Bastian, der dieses Buch entdeckt in einem alten Antiquariat und in diese Geschichte einsteigt und dann selbst in dieser Geschichte, in der unendlichen Geschichte, diesen Abenteuer mit eingreifen kann und im zweiten Teil ein Teil sozusagen von dieser unendlichen Geschichte sogar ist. Ja, das ist das nächste Pairing. Als nächstes haben wir mal kein Fantasy, kein Horror, sondern eine Familiengeheimnisgeschichte. Lese ich ab und zu auch mal ganz gerne, wenn meine Prioritäten nicht doch irgendwie immer mehr auf das Fantastische gerichtet wäre, würde ich davon vielleicht auch mehr lesen. Das ist eins, was ich wirklich sehr gerne gelesen habe und deswegen durfte das auch in meinem Regal bleiben. Und passend dazu das Lesezeichen, das selbst gemacht ist von der lieben Ruth vom Kanal Zwischen 1000 Zeilen. Das hat sie mir mal zugeschickt. Und da habe ich mich sehr gefreut und das passt einfach sehr, sehr gut vom Stil her. Und zwar, das Buch ist Die Frauen der Rosenvilla von Theresa Simon und das Lesezeichen sieht so aus und ich finde farblich sowie auch von den Motiven passt es einfach so, so gut. Auch hier mit diesem kleinen Edelsteinchen drauf und dieser kleinen Sternchen der Blüte. Dann sieht man hier noch ja, eine Briefmarke, eine Rose und so ein Parfümpüster.
Ja, und ich finde, das sieht auch so ein bisschen historisch aus und das passt sehr, sehr gut. Hier treffen wir auf verschiedene Generationen, die in ein und derselben Villa gelebt haben. Und zwar zunächst befinden wir uns in der Gegenwart und begleiten eine Frau, die sich in diese Rosenvilla verliebt hat und dort einzieht. Und ja, sie mag halt besonders den Garten, ganz viele Rosen dort pflanzen und den möchte sie wieder in Schuss bringen und buddelt da so ein bisschen rum und findet dort eine Blechbüchse, wo halt verschiedene Dokumente, Tagebücher, Briefe enthalten sind. Und als sie dort ein bisschen reinliest, möchte sie mehr und mehr recherchieren, was es mit der Geschichte der Rosenvilla zu tun hat. Und dann tauchen wir in, wie gesagt, in verschiedene Generationen ein, die dort gelebt haben, also verschiedene Frauenschicksale, die irgendwie miteinander verwoben sind und auch irgendwie mit unserer Protagonistin aus der Gegenwart zu tun haben. Zusätzlich fand ich schön, dass unsere Protagonistin in der Gegenwart eine Schokolaterie hat und sich immer verschiedene Rezepte für Pralinen und sowas ausdenkt. Und das fand ich irgendwie, hat noch mehr Atmosphäre mit reingebracht. Es hatte eben was Historisches, natürlich auch kleine Liebesgeschichten dabei und ja, Familiengeheimnisse eben. Und ich finde, also das war so ein Pairing, was ich sofort wusste, bei diesem Lesezeichen dieses Buch zu nehmen. Nächste ist wieder ein Klassiker und ich glaube, das hat auch wieder so ein bisschen was Persönliches, warum ich jetzt hier gerade dieses Pairing genommen habe, weil optisch passt das jetzt und stilistisch auch nicht so richtig. Der Klassiker ist Farm der Tiere von George Orwell. Dazu gab es mal einen Zeichentrickfilm und den habe ich in der Kindheit rauf und runter geguckt oder sehr, sehr gerne gesehen. Da wusste ich noch nicht, dass das eigentlich so eine Fabel ist, ja, mit ganz vielen Metaphern für etwas Politischem. Erst später in der Schule habe ich dann diesen Klassiker gelesen und dazu haben wir dann auch den Film tatsächlich geschaut, um so die Umsetzung zu sehen. Ja, und als Kind war es für mich einfach nur ein sehr dramatischer Tierfilm und meine Lieblingsfigur war da der Esel Benjamin und sein Freund das Pferd Boxer. Und ja, deswegen habe ich hier einfach diesen Esel genommen. Das ist eines von dreien Lesezeichen von Lovely Books. Das seht ihr hier unten auch. Wenn man sich bei Lovely Books anmeldet, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, da hat man diese drei Lesezeichen zugesendet bekommen. Da war eben einmal der Esel dabei, ein Fuchs und eine Eule. Und immer mit so kleinen Sprüchen noch drauf. Ich bin jetzt nicht der Meinung dieses Spruches. Hier steht jedem Buch sein Eselsohr. Ich mag das gar nicht, Eselsohren reinzumachen. Deswegen ja, bin ich da nicht der Meinung. Aber ich finde das immer ganz lustig, weil hier dieses Eselsohr so ein bisschen abzuknicken ist. Ja, das fand ich irgendwie ganz lustig vom Stil her gemacht. Und weil ich eben ein großer Fan bin von Benjamin, den Esel. Ich hatte damals auch ein Kuscheltier davon und ja, später habe ich natürlich so ein bisschen erfahren, was es damit auf sich hat, was hinter dieser Geschichte stand. Aber für mich ist es halt eben auch ein bisschen Stück Kindheit und deswegen habe ich hier den Esel ausgewählt. Und als nächstes wieder ein selbstgemachtes Lesezeichen und zwar diesmal von meinem kleinen Bruder. Das ist schon ein bisschen her, dass er mir das Lesezeichen gemacht hat. Er hat mir, glaube ich, mehrere gebastelt, aber das hier habe ich auf jeden Fall noch aufbewahrt, weil ich das auch irgendwie sehr schön finde. Ich habe das dann nochmal, ich weiß gar nicht, ob er das gemacht hat, aber ich das gemacht habe, mit Paketband überklebt, damit es ein bisschen länger hält und nicht auseinander fleddert, und zwar ist das dieses Lesezeichen. Da hat er so, ich denke mal, dass es Hieroglyphen sein sollen, die er hier darauf gemalt hat. Und ein Mumiensarg, ein Sarg, ein Pharaonensarg. Und ja, das finde ich irgendwie sehr, sehr schön und erinnert mich dann auf jeden Fall daran. Und da habe ich natürlich ein bisschen Ausschau gehalten nach ägyptischer Mythologie oder irgendwie sowas, was in Ägypten spielt, und habe tatsächlich was gefunden. Und zwar ist das dieses Buch hier, Im Tal des Falken von Rainer Maria Schröder. Das ist der vierte und letzte Band einer Abenteuerreihe, einer Jugendabenteuerreihe und wirklich einer meiner liebsten Reihen. Spielt im, ich glaube, im 19. Jahrhundert
zu Zeiten der Geheimbünde. Wir beginnen dort in Deutschland und treffen auf Tobias, der so ein bisschen gelangweilt ist. Er wird zwar in vielen ausgebildet, aber er möchte am liebsten mit seinem Vater zusammen auf Abenteuer gehen, denn der ist Ägyptenforscher und irgendwann bekommt er von ihm, als er verunglückt, einen ja so einen Gehstock vererbt und dahinter birgt sich ein Geheimnis. Er weiß aber noch gar nicht welches. Irgendwelche ja dunklen Machenschaften sind damit auch verbunden. Er ist nicht der Einzige, der davon sehr fasziniert ist. Es wird auch öfter versucht, dass dieser ja Stab geklaut wird oder ja entwendet wird von dem Hof seines Onkels, wo er eben lebt. Und dann muss er auf einmal ja ganz plötzlich flüchten mit einem Heißluftballon und dann geht es von Land zu Land, um dieses Rätsel eben zu lösen. Zunächst sind sie, wie gesagt, in Deutschland unterwegs, dann in Frankreich, England und zum Schluss endet das Ganze eben in Ägypten. Und ja, da erfahren wir dann so ein bisschen, was der Vater vielleicht herausgefunden hat und was es mit diesem Gehstock auf sich hat. Und ich finde, das passt eben ganz gut, weil es eben nach so ein bisschen Ägypten aussieht und so ein bisschen auch diese Mystiken und diese Legenden irgendwie damit verbinden kann. Und ja, deswegen ist das ein schönes Pairing, wie ich finde. Dann habe ich ein Kinderbuch und da habe ich tatsächlich zwei Lesezeichen mit reingetan, weil ich fand irgendwie, die passen ganz gut zusammen. Und zwar Funklerwald von Stefanie Taschinski. So eine wunderschöne Freundschaftsgeschichte zwischen einem Waschbären und einem Luchsmädchen. Geht viel um ja, Toleranz und um verschiedene Kulturen, um verschiedene Gebräuche und dass man die erstmal kennenlernen sollte, bevor man irgendwelche Vorurteile hat. Und zwar, die Waschbärfamilie zieht nämlich in das Waldstück von den Tieren. Unter anderem wohnt dort eben auch das Luchsmädchen mit ihrer Familie. Und alle machen ihr Angst vor diesen Waschbären, die halt eben dieses dunkle Gesicht haben. Das sind alles nur Verbrecher und können sich nicht benehmen. Und deswegen hat sie natürlich Vorurteile und hat auch Angst vor ihnen, bis sie irgendwann auf diesen Waschbären trifft, auf diesen Waschbärenjungen und merkt, dass er auch einfach nur ein Tier ist, was irgendwie eine Heimat finden möchte. Man könnte es also auch auf auf das Flüchtlingsthema irgendwie ganz gut packen. Und dann gibt es noch so eine kleine magische Geschichte um einen besonderen Baum, den sie dann aufsuchen wollen, um eben endlich ja, die Waschbären auch in diese Gemeinschaft mit aufzunehmen und diese Vorurteile und den Streit zwischen den erwachsenen Tieren irgendwie beizulegen. Das Ganze ist auch sehr, sehr süß illustriert. Und da seht ihr auch schon die beiden die Lesezeichen, die ich ausgesucht habe. Es ist leider schwarz-weiß. Am liebsten hätte ich es auch noch bunt gehabt, aber es ist wirklich sehr, sehr niedlich und kann ich sehr empfehlen zu lesen. Und auch irgendwie die Message dahinter finde ich einfach sehr, sehr schön. Ja. Und obwohl unsere Protagonisten ja ein Waschbär- und Luchsmädchen sind, haben wir auch Füchse dabei. Und irgendwie fand ich deswegen diese beiden Lesezeichen sehr, sehr passend. Das eine ist so ein bisschen mit Glitzer, so ein bisschen magischer. Und das andere, ja, also das hier habe ich mal geschenkt bekommen, war mal in einem Tauschpaket dabei. Und das hier ist eigentlich Werbung für ein anderes Buch. Finde ich auch total schön gemacht. Deswegen habe ich das behalten, die Werbung. Und ich finde einfach, das passt sehr gut zu diesem Buch. So, wo machen wir weiter? Ja, manchmal gibt es ja auch, habe ich euch ja eben schon gezeigt, so Werbung, Lesezeichen, die Werbung sind für ein bestimmtes Buch. Und manchmal hat man dieses Buch ja auch im Regal stehen, denn kann natürlich nichts besser passen, als dieses Lesezeichen zu diesem Buch zu verwenden. Und manchmal gibt es auch Postkarten und ich finde, Postkarten kann man auch sehr gut als Lesezeichen verwenden. Und da habe ich hier zum Beispiel Silber, das dritte Buch der Träume. Da habe ich einmal dieses wunderschöne Buch und dann halt auch eben passend dazu ja, die Werbung bzw. die Postkarte zu dem Buch. Ja, ich erzähle euch nur kurz, worum es im ersten Band geht. Wir haben hier Liv Silber, die
ja in einer Patchwork-Familie wohnt, beziehungsweise neuestens in einer Patchwork-Familie wohnt, denn ihre Mutter hat einen neuen Freund und der hat auch schon zwei Kinder. Sie hat eine Schwester, glaube ich, und müssen jetzt irgendwie zusammen klarkommen. Das ist so ihr erstes Problem. Und ihr zweites Problem ist, dass sie seit kurzem seltsam träumt und sie hat eine seltsame Fähigkeit, aus ihrem Traum herauszugehen und durch die verschiedensten Türen in ja, anderer Leute Träume hineinzugehen. Und die Türen sehen immer ja, passend zu den Leuten aus, also irgendwie zum Charakter passend gestaltet. Und da gibt es natürlich nicht nur Lustiges zu erfahren und zu beobachten, sondern eben auch Gefahren, dass man sich in diesen Träumen verläuft. Und das fand ich wirklich wieder sehr lustig beschrieben, sehr, sehr liebevoll gezeichnete Charaktere, so wie Kerstin Gier das nun mal macht. Ich finde aber immer, ihre fantastischen Elemente sind halt eben nur schmückendes Beiwerk. Also ich fand die Idee so toll mit den Träumen und hätte sie gerne noch ein bisschen mehr ausgebaut gehabt. Aber es war nicht Fokus. Ich fand, darauf muss man sich einstellen, dass das eigentlich hauptsächlich hier so eine sehr, sehr lustige Familiengeschichte mit so einem kleinen Funken Liebesgeschichte noch dabei ist und dass das sehr viel sehr großen Wohlfühlfaktor auch hat, aber dieser fantastische Aspekt, der ist jetzt nicht sehr tief ausgearbeitet, was ich ein bisschen schade fand, aber trotzdem habe ich es einfach genossen, diese Charaktere kennenzulernen und diese lustigen Sprüche, ja, haben mich einfach wirklich amüsiert und deswegen werde ich diese Bücher auch irgendwann nochmal lesen und wenn ich weiß, worauf ich mich einlasse und dann werde ich davon auch nicht enttäuscht. Und ich finde es einfach so cool gestaltet. So, das nächste Lesezeichen ist meine neueste Errungenschaft und finde ich auch wirklich was ganz, ganz Besonderes. Also es wird sich ja immer wieder Tolles ausgedacht. Und zwar ist das ein Mitbringsel aus Berlin. Da habe ich mich mit der lieben Kali vom Kanal Kalis Books halt getroffen in Berlin. Und da sind wir natürlich auch in mehrere Buchhandlungen gegangen. Und da waren wir eben auch ja, in einer großen Buchfiliale. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. War das ein Dussmann? Keine Ahnung. Jedenfalls gab es da halt sehr, sehr viel Lesezeichen. Und da habe ich ein bisschen rumgestöbert und habe dann dieses gefunden und war total hin und weg. Das musste ich mir mitnehmen. Und zwar ist es dieser wunderschöne Wal mit dieser silbernen, metallischen Applikation und dann sind halt noch so scherenschnittartig hier sowas ausgestanzt. Leider ist es nur einseitig, das finde ich so ein bisschen schade, aber so seht ihr vielleicht auch ein bisschen besser, dass es so ein bisschen ausgestanzt ist. Ja, da gab es noch andere, da gab es glaube ich auch noch ein Kakadu und noch irgendwas Drittes, kann ich mich gerade nicht mehr dran erinnern, aber den fand ich wirklich am schönsten. Und was ich halt auch besonders cool finde, ist, wenn man das denn so als Lesezeichen nutzt, dann sieht das halt wirklich so aus, als würde dort gerade ein Wal seine Flossen aus dem Meer stecken, aus dem Buch stecken. Und da passt natürlich immer etwas Maritimes zu. Und da habe ich natürlich nach etwas gesucht, was maritim ist oder unter Wasser spielt. Und dann habe ich Ruf der Tiefe von Brandes und Ziemek rausgesucht. Hierbei handelt es sich um eine Dystopie, um eine ja, alternative Zukunftsform, wo es darum geht, dass ja, die Menschen auch unter Wasser leben, beziehungsweise einige Menschen. Und zwar ist das hier Leon, der am geheimnisvollsten Ort der Erde lebt, in der Tiefsee. Und zusammen mit Lucy, einem intelligenten Krakenweibchen, durchstreift er den Pazifischen Ozean auf der Suche nach Rohstoffen. Doch plötzlich scheint das Meer verrückt zu spielen. Am Grund breiten sich Todeszonen aus, die Wesen der Tiefe ergreifen massenhaft die Flucht und dann machen Leon und Lucy eine gefährliche Entdeckung. Ja, ich musste jetzt ein bisschen ablesen, weil es bei mir schon ein bisschen länger her ist, dass ich das gelesen habe, wirklich schon einige Jahre. Besonders finde ich, dass es sich hierbei um so ein, ja, naturwissenschaftliches und Umwelt-Thriller handelt. Denn die beiden Brandes und Ziemek, die sind auch Naturwissenschaftler. Ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Gebiet. Jedenfalls haben sie da auch auf jeden Fall Wissen und haben das hier ganz gut mit eingebaut. Ich habe auch noch ein anderes Buch von ihnen gelesen, was denn im Dschungel spielt. Fand ich auch ganz gut, aber das hier hat mir noch mehr gefallen.
liegt vielleicht so ein bisschen daran, dass es unter Wasser spielt und dann halt auch, dass jeder, der unter Wasser lebt, bei diesem Projekt teilnimmt, halt eben auch ein besonderes Tier an die Seite gestellt wird und die können auf besondere Art und Weise miteinander kommunizieren. Und ja, bei Leon ist es eben Lucy, das intelligente Krakenweibchen, und hier steht halt, es ist ein Unterwasser-Öko-Thriller und ja, irgendwie hat es auch so ein bisschen was Dystopisches. Aber es hat mir wirklich damals sehr gut gefallen. Es war abenteuerlich spannend und auch eher so in die Jugendbuchrichtung, aber auf jeden Fall auch zu lesen für Erwachsene. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das irgendwann nochmal lese. Und ich finde, da passt der Wal auf jeden Fall ganz gut rein, auch wenn wir hier eigentlich eine Krake haben, die unserem Protagonisten zur Seite gestellt wurde. So, es lichtet sich so langsam, aber ein bisschen haben wir noch. Und zwar gibt es ja auch so Lesezeichenkalender und wo ja jeder Monat mit einem Lesezeichen, neuen Lesezeichen zu sehen ist, beziehungsweise kann man dann immer so rausrupfen, das ist dann immer so perforiert, dass man das Lesezeichen dann so abreißen kann und dann verwenden kann. Auf den Lesezeichen sind dann natürlich auch die verschiedenen Tage von 1 bis 31 abgebildet. Und einige habe ich behalten, weil ich die ganz schön fand und dann auch immer ganz gut nutzen kann. Da ist zum Beispiel einmal dieses hier, das war so ein Fantasy-Mystik-Kalender, schon echt sehr, sehr lange her. Das ist jetzt von September. Und dazu habe ich mir jetzt, ich finde farblich und auch irgendwie vom Stil her passend, dieses Buch hier rausgesucht. Das ist aus der Reihe Töchter des Mondes, der zweite Band. Sternfluch von Jessica Spotswood. Ihr seht hier auch Band 1 und 3. Ja, es ist eine historische, hexenmagische Geschichte rund um drei Schwestern, die ja, verheimlichen müssen, dass sie Hexen sind, denn in ihrer Welt sind Hexen nicht gern gesehen und wir werden im Grunde verteufelt, verbrannt, verstoßen. Und deswegen müssen sie so tun, als wären sie in der Gesellschaft ganz normal, was nicht immer so einfach ist, besonders weil sie eben diese magischen Fähigkeiten haben. Und im ersten Band geht es um die älteste Schwester, die so ein bisschen die Vernünftige sein muss, seitdem ihre Mutter gestorben ist. Und es verbirgt natürlich sich auch ein großes Geheimnis dahinter. Ich glaube, es gibt auch noch so eine Prophezeiung, was eventuell diese Schwestern betreffen könnte. Und es wird immer abenteuerlicher, je nach Band. Und die Schwestern sind auch ganz unterschiedlich. Eben diese vernünftige Kate. Und dann gibt es noch eine ganz flippige, die sich nicht verstecken möchte, die einfach ihre Magie ausleben möchte. Ja, und ich finde, dieses Magische kommt hier sehr, sehr gut durch. Auch wirklich sehr, sehr schön gestaltete Bücher. Und die haben mir auch sehr gut gefallen, besonders so diese Beziehungen zwischen den Schwestern, die nicht immer ganz einfach ist, aber die hat man dann so nach und nach auch lieb gewonnen. Ein Buch, was ich lange nicht mehr gezeigt habe, ich finde viel zu lang, weil es wirklich ein Highlight ist aus vorletztem Jahr. Und ja, was ich wirklich ganz, ganz cool fand, und zwar ist das Anton hat kein Glück von Lars Waser Johansen. Ein sehr witziges, skurriles Buch, hat aber auch magische Elemente. Wir treffen hier eben auf Anton. Er ist Berufszauberer und ja, fährt von Schule zu Altersheim, um dort sein Programm aufzuführen. Er ist nicht besonders erfolgreich, was ihn sehr stört, weil er doch eigentlich meint, er hätte viel auf dem Kasten. Und jetzt nach seinem, ja, 45. Geburtstag kommt er so langsam in die Midlife-Crisis und beäugt neidisch seinen Kollegen, der so eine große Show, seine so große Zaubershow aufgezogen hat. Die beiden waren damals Freunde in der Kindheit und er vergleicht sich immer wieder mit ihm. Er ist ein ziemliches Ekelpaket, weil er hat sehr viel Selbstmitleid, hat aber Starallüren, obwohl er, wie gesagt, nicht so ein großes Licht ist in seiner Branche und ist ziemlich egoistisch und ja, wirklich ein Kotzbrocken, könnte man sagen. Und er hat irgendwann auf dem Rückweg von einem Auftritt einen Unfall mitten im Wald.
und will nun Hilfe holen und starkst nun mitten im Wald umher und trifft auf ein kleines Mädchen, das ihm seltsamerweise bittet, mehrere Blumen für sie zu pflücken. Und ja, er geht darauf gar nicht ein und schüttelt nur ein bisschen genervt den Kopf. Und als er von ihr weggeht, verflucht sie ihn. Was er nicht weiß, ist, dass sie eine Waldfee, weil es eine Waldfee war, jedenfalls verflucht sie ihn auf, dass er ab jetzt immer Pech hat. Und ob er nun dran glaubt oder nicht, er hat ab dem wirklich ganz viel Pech. Er trifft dann irgendwann auf eine Gemeinde, die mitten in diesem Wald lebt, auf ein Ehepärchen, das ihn aufnimmt und das auch sofort sieht, dass er verflucht ist und er muss jetzt verschiedene Prüfungen begehen, Aufgaben erledigen, um diesen Fluch wieder loszuwerden. Das Ganze ist wirklich sehr skurril und komisch gemacht, hat aber wirklich auch irgendwie Atmosphäre. Und das Ganze ist auch spannend, denn irgendwie hat eine Macht im Wald auch etwas Besonderes mit ihm vor. Und ich finde es auch irgendwie berührend, weil wir immer wieder so Flashbacks haben in seine Kindheit, wo überhaupt so diese Leidenschaft fürs Hobby Zaubern erst angefangen hat und seine Freundschaft zu seinem Kumpel, wie die überhaupt angefangen hat und wie die irgendwann zerbrochen ist. Ja, und das passende Lesezeichen dazu habe ich hier. Ein kleiner Pilz, selbst gemalt von einer Kollegin. Und mit diesem grünen Band, finde ich, passt es auch sehr gut dazu. Pilze findet man ja auch nur mal im Wald. Und deswegen finde ich, passt das irgendwie inhaltlich und auch optisch sehr, sehr gut. So, vier Bücher haben wir noch. Das nächste ist sehr, sehr offensichtlich, dass es passt. Ich habe hier eine Einhörner-Anthologie aus dem Thorsten Luff Verlag, glaube ich, herausgegeben von Fabienne Siegmund. Von Fabienne Siegmund habe ich auch schon mehrere Titel gelesen. Ich mag ihren fantastischen und poetischen Schreibstil sehr, sehr gerne. Und in Die Einhörner hat sie auch eine Geschichte dazu beigetragen. Es sind mehrere Autoren zusammengekommen und es sind, ich weiß gar nicht wie viele, lass es 15 Geschichten sein, die zum Thema Einhörner eben ihre Geschichte hier eingereicht haben. Und es sind wirklich die verschiedensten Geschichten zusammengekommen. Ob sie das Thema Einhorn nun modern umgesetzt haben in unserer heutigen Zeit und die Einhörner nur als Symbol genutzt haben oder ob das so eine ganz typische, fantastische Umsetzung ist. Also es ist wirklich alles dabei und es ist jetzt nicht kein Glitzer, Pferdemädchentraumbuch, sondern es hat wirklich schon viel auch mit der Mythologie von Einhörnern zu tun und ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Und das kann ich auch sehr empfehlen, wenn man sich dafür interessiert. Ach so, jetzt habe ich fast vergessen, das Lesezeichen zu zeigen. Das Lesezeichen zeigt natürlich auch ein Einhorn, deswegen fand ich das sehr, sehr passend. Das war mal in einer Überraschungs-Lesekatzen-Buchbox zum Thema High Fantasy. Und finde ich, passt sehr gut. Ja, das nächste Lesezeichen ist, glaube ich, mein meistverwendetes Lesezeichen und wirklich eines wirklich meiner liebsten. Und zwar verwende ich das häufig für Horror oder für Dark High Fantasy. Und zwar ist es dieses hier. Ich finde es total hübsch und gleichzeitig auch irgendwie düster. Wir haben oben diese alten antiquarischen Bücher, die mit diesen Teufels Totenköpfen, Buchstützen gehalten werden und unten haben wir dann nochmal ein Skelett mit einer Krone auf. Ja, wie gesagt, das verwende ich gerne für High Fantasy, wo es um verschiedene Königreiche geht, aber so ein bisschen düster hergeht. Und durch diese Blumen und Blüten hat es dann doch irgendwie was Hübsches. Und ich habe mich jetzt hier für High Fantasy, oh Gott, ich habe nichts getrunken, wirklich nicht, entschieden. Auch einer meiner liebsten Reihen, Der magische Reiter von Kristen Bertain. Und ich finde auch, das ist ja so, auch so ein bisschen rötlich eingefangen von der Farbe, passt es sehr gut. Hier haben wir auch einen König und eine düstere Macht. Es geht um Kerrigan, die von der Schule flieht und auf den Weg nach Hause einem grünen Boten über den Weg läuft, der im Sterben liegt. Und er ringt ihr das Versprechen ab, dass sie die Nachricht, die er überbringen soll, für ihn überbringt an den König. Und Sterbenden kann man nicht so
leicht etwas abschlagen und deswegen übernimmt sie das. Es ist aber eine sehr, sehr gefährliche Aufgabe, denn die Nachricht ist sehr wichtig und sie wird auch verfolgt. Gleichzeitig gibt es eine böse Macht, die erwacht hinter der Mauer, die extra dafür gebaut wurde, um diese Macht wegzuschließen. Aber die Macht bröckelt langsam dieser Mauer. Und keiner weiß so richtig, wie diese Magie funktioniert, weil es einfach schon so lange her ist. Ja, ich liebe diese Reihe. Es ist jetzt so ein bisschen schnell heruntergerattert, aber ich habe darüber schon öfter berichtet und kann euch diese Reihe nur empfehlen. Ihr seht hier Band 2, 3 und 4. Ab da ist leider nicht mehr weiter übersetzt, aber im Englischen kann man die auf jeden Fall lesen. Die liegen hier auch noch auf meinem Sub. Ich sehe gerade, ich habe doch noch ein bisschen mehr. Es wird wieder ein langes Video. Tja, ist so. Bei mir gibt es halt ganz oft lange Videos. Dieses Buch hier habe ich auch noch mit einem passenden Lesezeichen. Eona Drachentochter ist eines meiner ja, Drachenbücher, aus meiner Drachensammlung. Und hier habe ich passenderweise dieses Lesezeichen. Ist auch eine Werbung vom Klett-Cotta Verlag bzw. Hobbit Presse. Da sind dann immer so verschiedene Bücher drauf. Hier ist das jetzt passend zum Buch Das Lied des Blutes. Aber ich finde, es passt immer sehr gut zu High Fantasy, die halt auch viel mit Schwertkampf und Krieg zu tun hat. Hier ist es einmal farblich, finde ich, sehr gut abgepasst und dann eben mit dem Schwert passt es hier extrem gut. Eona ist ein Drachenbuch, spielt in einer High-Fantasy-Welt, die dem Asiatischen angelehnt ist und auch die Drachen sehen eher asiatisch aus, sind auch eher spirituelle Wesen, die den Menschen zur Seite stehen mit ihrer Macht und es gibt halt bestimmte Menschen, die in Kontakt mit diesen Drachen gehen. Und es werden immer wieder neue ausgesucht unter den Menschen, die eine besondere Gabe haben. Es sind aber nur Männer. Frauen sind verboten. Eona möchte es trotzdem versuchen und verkleidet sich als Junge und wird tatsächlich angenommen und wird dann ausgebildet als Drachenauge. Und ja, gerät aber auch in Gefahr. Das Ganze ist wirklich, es ist eine Dilogie, also ein Zweiteiler und kann ich wirklich sehr empfehlen. Hat mir sehr gefallen und ist auch mal eine ganz andere Interpretation von Drachen. Tintenherz habe ich hier auch noch. Das habe ich ja gerade wieder neu erlebt. Das habe ich vor Jahren in meiner Teenie-Zeit gelesen und jetzt höre ich das wieder als Hörbuch. Bin mittlerweile beim dritten Band, also den letzten Band. Und ja, ist halt irgendwie auch so ein Klassiker mittlerweile in diesem Fantasy-Genre, wo es um Bücher geht, um Büchermagie geht, um die Magie, ja, Figuren aus den Büchern herauszulesen, aber auch Menschen in die Geschichte hineinzulesen. Und ja, handelt von Maggie und ihrem Buchbindervater. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut passt, ist wieder aus einem Lesezeichen Kalender. Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele. Aber ich finde, es wirkt irgendwie sehr, sehr schön, dieser Ohrensessel, dieser Lesesessel mit diesen ganz vielen Stapel von Büchern. Und könnte ich mir einfach vorstellen, dass es zu Hause bei Maggie und Mo auch so aussehen würde, beziehungsweise bei meinem Lieblingscharakter Eleanor Loredan wird sie vielleicht nicht unbedingt, weil die verschließt ja alles sicher in ihre Bücherregale. Ich würde das vielleicht auch nicht so machen, ja, den Becher unbedingt auf den Bücherstapel zu stellen, aber es sieht schon irgendwie cool aus und ich finde auch mit dem Rot passt es sehr, sehr gut zu Tintenherz. So, jetzt haben wir aber wirklich nur noch zwei Bücher. Ein kleiner Geheimtipp ist für mich immer Calpurnias Revolutionäre Entdeckungen von Jacqueline Kelly. Das ist ein Kinder-Jugendbuch, was sehr naturverbunden ist und sehr ruhig. Es ist auch historisch. Es geht um Calpurnia, die nicht ständig Klavierunterricht haben möchte und im Haushalt helfen möchte und sich zu einer feinen Dame heranwachsen oder erziehen lassen möchte, sondern sie möchte lieber in der Natur sitzen und mit ihrem Notizbuch ja, einfach ihre Entdeckungen aufschreiben, was sie bei Flora und Fauna alles so entdeckt. Also sie beobachtet Insekten und Pflanzen und schreibt das alles auf. Und ihr Großvater, der eigentlich sehr zurückgezogen lebt in dem gleichen Haus und sehr grummelig und grantig ist,
der merkt ihre Leidenschaft und er hat dieselbe Leidenschaft und deswegen unterstützt er sie darin. Ja, und da habe ich dieses wunderschöne Lesezeichen dazu. Ich finde, es passt farblich sehr, sehr schön. Auch das ist wieder selbst gemacht von der lieben Ruth von Zwischentausend Zeilen. Sie bastelt ja auch sehr, sehr gerne und zwischendurch überrascht ihr uns immer gerne mal. Und auch da habe ich mich wieder wahnsinnig gefreut. Es hat zwei unterschiedliche Seiten und ich finde, beide passen ganz gut, obwohl diese Seite gefällt mir noch besser, beziehungsweise passt auch einfach perfekt zu diesem kleinen Büchlein. Hierzu gibt es auch noch einen zweiten Teil. Ja, habe ich irgendwie nie gekauft. Müsste ich eigentlich dann auch noch mal von vorne anfangen, weil das war wirklich ein sehr besonderes Buch und da bekommt man wirklich diese Naturliebe und die Krabbeltierliebe auch ein bisschen überbracht. Und als letztes habe ich noch dieses Pärchen. Farblich passt es wieder nicht ganz so gut, aber dafür sind so kleine Symbole, die man auch auf dem Cover wiederfindet, auf dem Lesezeichen. Und zwar habe ich hier dieses Pärchen. Einmal, ich glaube, das ist auch ein Lesezeichen, was eigentlich zu einem Buch gehört aus dem Hansa Verlag. Genau, dies ist das Umschlagmotiv des Buches Die Leute von Privilege Hill, Erzählungen von Jane Gardam. Aber ich fand das so hübsch und ich finde, es sieht gar nicht so sehr nach Werbung aus. Deswegen habe ich das behalten. Und Die Töchter der Wälder von Juliette Marillier ist der erste Band einer Reihe, der Seven-Water-Reihe. Und das Ganze ist so ein bisschen historisch, magisch, märchenhaft und handelt halt eben auch von Schwänen bzw. von einem Mädchen und ihre neue Stiefmutter verwandelt ihre Brüder alle in Schwäne und die können sich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr hier zurückverwandeln. Und sie trifft der Fluch in dem Sinne, dass sie, ja, ich glaube, sie ist stumm und kann nicht reden. Oder sie muss die, genau, ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Ich glaube, sie kann diesen Fluch nur aufheben, wenn sie nichts sagt. Und dann aus, ich glaube, irgendwie aus Disteln oder so immer Hemden für ihre Brüder strickt und sich damit die Finger blutig wund arbeitet und dadurch halt Überwürfe oder so T-Shirts, Pullover für die Gänse sag ich schon, für die Schwäne strickt und sie damit zurückverwandeln kann. Irgendwie so war das. Es war auf jeden Fall sehr märchenhaft, auch eine Liebesgeschichte dabei, aber wirklich sehr, sehr schön. Und jeder Band, also Band 2, erzählt dann die nächste Generation, also die Geschichte ihrer Tochter und dann der dritte Band ist sozusagen ihrer Enkelin, glaube ich, gewidmet. Auf jeden Fall fand ich alle drei wirklich sehr, sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Und auch hier sehr naturverbunden. Und dieses Schwanenmärchen, was hier irgendwie so adaptiert wurde, finde ich, ja, legitimiert auch, dass ich dieses Lesezeichen dazu nehmen würde. So, das waren sie, meine Lieblingslesezeichen und passende Bücher dazu. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch macht oder ob ihr einfach auch nur einen Bon nehmt oder irgendwie einen Notizzettel oder was ganz anderes. Manchmal gibt es ja auch Lesebändchen. Hier zum Beispiel manche Bücher, die ich euch gezeigt habe, die haben auch ein Lesebändchen. Dann nehme ich natürlich auch das Lesebändchen und kein Lesezeichen. Und ich habe das auch schon öfter gemacht, dass ich dann mal irgendwie Notizzettel oder einen Bon genommen habe, wenn jetzt nichts anderes dabei war. Aber Eselsohren mache ich wirklich nicht in meine Bücher. Sehr, sehr ungern. Oder ich klappe sie auch nicht um und breche den Rücken und so. Das kann ich gar nicht sehen. Oder nehme die, das habe ich auch schon öfter jetzt gesehen, so, fall nicht um, dass man halt diese Klappe als Lesezeichen nimmt. Da wird mir auch ganz anders, wenn ich das sehe. Aber so macht es ja jeder anders und das ist ja auch in Ordnung so. Und deswegen würde mich interessieren, wie ihr das denn macht und ob ihr auch so Lieblingslesezeichen habt, die ihr immer wieder verwendet oder ob ihr auch so selbst gebastelte Lesezeichen habt. Und ja, ich glaube, es wird mal wieder Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen ja, Lesezeichen shoppen gehe und auch ein bisschen aussortiere, weil es gibt auch viele, die ich überhaupt nicht verwende und einfach nur Werbung sind. Und ja, ich glaube, die könnte man dann mal ein bisschen aussortieren und dafür wieder neue einziehen lassen. So, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch wieder gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne, lesereiche Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.